Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Etheria. Ja, morgen ist der große Tag. Morgen wird das Stream-Projekt starten um 15 Uhr. 15 Uhr und mindestens 2 Stunden, je nachdem, wie wir dann Bock haben, vielleicht auch noch länger. Ich hoffe mal, ihr seid alle gehypt, weil es ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und vor allem haben mich dazu danach schon einige Leute gefragt. Das heißt, das Interesse müsste eigentlich da sein. Schreibt heute mal in die Kommentare, welche Zeiten euch denn am liebsten wären. Freitags und Samstags sind ja die Stream-Tage, aber die Uhrzeiten stehen natürlich nicht final fest. Also, ich würde immer so sagen, ab 15 Uhr ist eigentlich eine geniale Zeit. Okay, genial, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Aber eigentlich eine ganz gute Zeit. Aber vielleicht sagt ihr ja alle so, ey, nee, mach ein bisschen später, weil die Videos kommen ja auch erst 17 Uhr. Oder ey, mach mal, naja, früher ist gar nicht erst drin, ne? aber vielleicht ja doch ein bisschen später oder sowas. Schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare. Das wäre halt ganz wichtig. Und ja, ihr könnt immer noch abstimmen, was für eine Klasse gespielt wird tatsächlich. Zurzeit liegt Sword ganz weit vorne. Der Link ist immer noch der erste in der Beschreibung, wo ihr abstimmen könnt, wenn ich es nicht vergesse. Falls ich es vergessen habe, dann müsst ihr nochmal auf die alte Folge klicken von gestern und da abstimmen. Da ist der Link auf jeden Fall der erste in der Beschreibung. Also gerade liegt Schwert vorne und auch noch gewotet wurde für Bogen und für Magic Staff, glaube ich. Magic Gun und Normal Gun ist noch komplett raus. Da wurde noch nichts für gewotet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also, falls ihr gestern nicht gewotet habt, könnt ihr das heute auch noch tun. Wenn es euch denn interessiert. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache eigentlich. Ja, und jetzt würde ich eigentlich mal sagen, könnten wir hier uns wieder um das Projekt kümmern, logischerweise. Genau, wir wollten ja neue Pumpkin Pies machen. Hier sind schon so die ein oder anderen Kürbisse relativ weit gewachsen. Ich weiß jetzt nicht, was komplett ausgewachsen ist. Also die sehen mir auf jeden Fall schon ziemlich fett aus. Das ist ganz nice. Ja, die brauchen wir natürlich unbedingt. Die geben uns einen guten Buff für alle Kämpfe und generell für dauerhaft. Es ist eigentlich immer eine sehr gute Sache. So. Hier haben wir auch nochmal welche. Der da ist auf gar keinen Fall schon reif, glaube ich. Der da oben vielleicht. Ist eigentlich ganz schön. Die wachsen relativ schnell. Ja, komm, hier sowas zum Beispiel auch noch. Wir haben noch ein paar Seeds hier drin, ne? Genau. Da können wir ja mal eben so hier, können wir noch ein paar platzieren. Die sollten doch jetzt alle werden. Denke ich mal. Ach, da unten wurde noch was geplaced, okay. Gut. So, wir haben einen Kristall hier in unserem Inventar. Wir können schon mal einen Kuchen essen, aber wir können uns generell erstmal mehrere wieder neue machen. Da haben wir es. Guck mal, 14 Stück, das reicht doch schon wieder eine ganze Weile. So, irgendwo haben wir auch noch ein paar Pumpkins übrig. Da wurde es jetzt gerade gequickstackt. Da, anscheinend. Okay. Und ansonsten, oh, wir haben 3 Gold im Inventar. Das werden wir natürlich auch nochmal absichern. Wir haben relativ viel Geld. Aber für einen Companion Cube wird es trotzdem nicht reichen, falls einer kommt. Das ist schlecht. Naja. So, wir hatten uns hier, nee, haben wir uns noch nicht geholt, den Buff. So, jetzt aber holen unsere 2 Deadly Spheres natürlich nochmal dazu. Und ja, jetzt würde ich eigentlich sagen, viel mehr gibt's da nicht zu machen, oder? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Halt die Tränke. Die Tränke, genau, die Tränke. Quatsch, die sind ja hier drin. Tränke müssten wir generell mal ein bisschen neue machen, eventuell. Ja, sieht so aus. Wait, hier war die Truhe immer. Wir haben nur noch, oh Gott, wir haben nur noch 8 Wasserflaschen, okay. Aber ansonsten, okay, wir haben auch nicht mehr so viel Eisenerz, das ist schlecht. Haben wir hier noch irgendwie ein bisschen, nee, Silver, Platinum, nein, Lead wäre halt, also Lead, ah, egal. Wäre halt eine Möglichkeit, aber ansonsten,
Gott. Ja, gut, dann machen wir mal so viel, wie wir erstmal können. Oh, es sind nochmal ganze 6 dabei rausgekommen. Das ist natürlich krass. Dann gucken wir. Oh. Ja, jetzt sind die Flaschen alle scheiße. Ja, komm, wenn wir gerade dabei sind, dann können wir auch mal alle wieder ein bisschen erneuern. Flaschens. Wo haben wir denn? Nicht Wasser. Glas. Da haben wir Glas. Und da, da sind sie. Da brauche ich gar nicht das zu machen. Oh, fuck. Jetzt aber so. Da. Bottle. Machen wir ganz viele Bottles. 68 ist ganz schön viel. Halt. Wir können direkt hier runter. Da ist auch ein See in unserer Nähe. So, das reicht, oder? Ja. So, dann craften wir die alle mal zu Wasserflaschen. Sehr schön. Und... Hui! Sind ein bisschen weiter oben. So, genau. Dann können wir jetzt den Rest machen. 6 hatte ich gesagt, ne? Also plus 1 noch. Und dann genauso viele Swiftness. Jawohl. Damit wir immer schön ausgeglichen viele Tränke haben. So, favorisieren wir das mal eben. Davon essen wir einen. Den Rest quickstacken wir. Und die ganzen Ingredienzien irgendwie, ja genau, die müssen wieder hier rein. Warum haben wir Silver Bullets? Ich weiß es nicht, die schmeißen wir weg. Jetzt können wir aber endlich loslegen. Wir holen uns den Buff nochmal neu. Ach scheiße, jetzt habe ich den Kristall gequickstacked. So, Leute, jetzt aber. Boots. Da kommen sie, da kommen sie. Auf geht's mit den Frost Hydras. So. Boots, Boots, Boots. Richtig schön. Wir lassen die mal machen. Ist eigentlich auch eine ganz witzige Sache. Wenn was zu nahe kommt, können wir ja abschießen. Ja, siehste, also komplett alleine würden sie es nicht schaffen. Ist aber auch verständlich. Aber sie helfen halt schon sehr gut aus mit dem Damage. Das muss man einfach mal, wie sie gesagt haben. So. Zip, 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 zip. So. Da haben wir alles perfekt. So, 20 neue Kristalle, sehr schön. Dann können wir wieder neue Auren platzieren. So, wir benutzen wieder die Taktik, hier vorne erstmal die Seite ein bisschen vollzustellen und dann hier selbst Hand anzulegen. Ja, ich denke mal, das passt. So, weiter geht's. Ah, die Lightning Bugs sind ein bisschen nervig immer. Wir kennen's ja. Aber immer noch machbar. So, nach dieser Welle sollte ich dann die Frost Hydras vielleicht mal wieder neu spawnen. Zur Sicherheit. Bevor sie selbst weggehen und dann ist das nicht so gut, du. Dann ist das überhaupt nicht gut mehr. So. Ui. So. Das wär's dann auch hiermit. Jupp, 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 jupp. Und wieder 20 neue Kristalle, sehr schön. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Und neu hinsetzen. So, jetzt haben wir auf der Seite erstmal genug und können uns den Rest nur noch auf links konzentrieren. So. Ich bin gespannt, wie es diesmal läuft mit Betsy. Also... einfach mit ein bisschen Glück, dass sie uns nicht so oft trifft, dürfte es eigentlich schon getan sein. Um ehrlich zu sein. Dürfte das schon ausreichen dann. So, hier mal ein bisschen mithelfen eben. So. So, meine Minions machen natürlich auch wieder schön viel. Die Deadly Spheres, die machen guten Damage, du. Die machen sehr guten Damage. Die mag ich auf jeden Fall. Na, ja, die Drakens sind ein bisschen nervig, weil sie halt so viele Leben haben. So, da haben wir wieder alles eingesammelt. Wir werden die Frost Hydras wieder neu spawnen. Natürlich. Und jetzt neue Auren. Hierher. Wutz und Wutz. Da kriegt er erstmal schön Damage. So, wir stellen uns wieder hier oben hin. Da sind wir ein bisschen sicherer zumindest. So, Dark Mage. Ja, da ist auch schon Dark Mage. Das ist schlecht. Wenn der seine Skelette mehrfach spawnt oder auch halt
alle anderen heilt, ist das extrem schlimm. Naja, okay, so, hier halten wir mal alle mit unserem Körper auf. Hi, hier ist auch ein Dark Mage, okay. Sollten wir so schnell wie möglich down kriegen. Aber ey, oh, läuft auch, passt. Bevor er überhaupt irgendwas machen konnte, sehr schön. So, das war's auch schon wieder mit der Welle. Blub, 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 blub. Wir schießen nochmal ein bisschen hier entlang. Jo. Und da haben wir wieder 20 Kristalle. So. Ist ja immer genau aufgeteilt, wie viel man pro Runde kriegt. So, aber da muss auf jeden Fall... Naja, wenn wir dann nach dieser Runde hier nochmal 30 kriegen, haben wir hier die drei Auren wieder und dann passt das alles. Oder kriegen wir nach der hier 30? Ich weiß es nicht, oder? Naja, wir sind erst dann Welle 5. Mal gucken. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Scheiße. Woran ich jetzt denke... Ja, okay, jetzt müssen wir einmal den Ogre platt machen. Aber die Frost Hydras, die sind wahrscheinlich jetzt gleich wieder down, oder? Ach, scheiße, der hat mit dem Slime erwischt. Scheiße. Das darf nicht passieren. Ogre, geh down, geh down, geh down! Los, jetzt! So, und jetzt schleunigst die Frost Hydras neu spawnen, bevor sie von selbst weggehen. Das wäre sehr schlimm. So, die Welle wäre damit auch schon wieder besiegt. Das ist schön. Wir sammeln alles auf. Ich glaube, es sind 30 diesmal, oder? Ja. So. Tatsächlich, so. Okay, hier Monk's Belt haben wir nochmal. Den braucht man eigentlich an sich so nicht. Nee. Egal. Leute, so, wir haben es neu gespawnt. Welle 6. Die vorfinale Welle. Okay. Ja, wir machen durchgängig so unsere 4.000, 5.000 DPS. Ich würde mal wieder den Ziegler probieren. Ja, mit dem machen wir eigentlich genauso viel. So, da hat der Dark Mage seine ja, Typen mal geschickt. Oh, fuck. Ich hätte vielleicht mehr auf die Seite achten sollen. Naja, aber die haben den doch schon mal ganz gut down gekriegt, die Frost Hydras. Also generell scheint gerade der Siedler doch effektiver zu sein. Hätte ich gar nicht mal vermutet. Okay, an einem einzigen Target jetzt wohl nicht so ganz. So, da müssen wir kurz ausweichen. Komm, wir müssen jetzt mal schnell... Oh Gott. Also sterben dürfen wir jetzt natürlich nicht. Wir nehmen jetzt schon mal einen Heiltrank. Sagen jetzt B. Für die ganzen Buffs. So. Sammeln hier die Herzen nochmal ein. Das ist wichtig. Okay, 4, 3, 2, 1. Betsy kommt. Ich muss nochmal hier ein paar so spawnen. Und da ist er auch. Jetzt müssen wir sehr krass drauf achten. Oh Gott. Das sieht sehr schlecht aus. Aber vielleicht, das hatten wir auch noch nicht. Das war früh sterben. Ja, wir machen gut DPS. Aber kriegen auch sehr gut Damage rein. Das war doof, dass wir da uns so sehr gegen den... Typen gestellt haben, den Ogre. Das war nicht sehr sinnvoll, leider. Oh, fuck. Ja, sie fokust mich. Ich kann wieder heilen, Leute. So früh schon, hatte ich nicht gerade eben erst. Naja, jede Heilung ist natürlich appreciated. Okay. Mal gucken, ob der Siedler wirklich seinen Sinn erfüllt hier. Ob der wirklich... eine gute Waffe dagegen ist. Ich werde mal wieder den Stab einsetzen. Hier, die Scorch. Oh Gott. Ah, oh, fuck. Ich sammle hier keine Herzen auf. Mann, ich will doch die Herzen haben, die hier rumliegen. Mann, Leute. Ah, okay, der Kristall ist gleich down. Diesmal haben wir uns deutlich schlechter gegeben. Warum auch immer. Diesmal ist es nicht so gut gelaufen wie sonst immer. Kacke. Ja, okay. So langsam wird es tatsächlich wieder mal nervig. Aber naja, was willst du machen? 40 Defender Medals kriegen wir trotzdem. Das ist ganz cool. Dann können wir mal eben quickstacken. Wir haben schon wieder richtig viele. Nochmal 40 und wir haben wieder genug für eine komplett neue Rüstung. Braucht man aber nicht. Eigentlich. So, das ganze Zeug können wir eigentlich wieder verkaufen. So,
Waffe hier. Ja, was weiß ich, einen vollen Star braucht man eh nicht. So. Kriegt man nochmal ein bisschen Geld, nicht viel, aber besser als dass es hier alles verstopft. Ja, Leute. Huiuiui. Hier nochmal den Buff. Ja, eigentlich die einzige Möglichkeit, die so besteht, ist noch weiter versuchen. Weil ich meine, wir hatten ihn letztes Mal, letzte Folge, auf knapp 1000 irgendwas. Also, da hätte es sich wirklich, oder also sie hatten wir, habe ich ihnen gesagt, egal. Da hätte es sich wirklich nur noch um so 1-2 Sekunden gehandelt. Das, also, ihr seht ja, wir machen immer so 2-3000 DPS mindestens auch an Betsy. Es hätte wirklich, das war echt ärgerlich. Einmal hätten wir es schon so gut wie gehabt. Das ist ärgerlich, aber naja. Leute, wir versuchen es weiter. Und ich denke mal, ja, einmal schaffen wir in der Folge schon noch. Machen wir das doch direkt so. So, die Frost Hydras natürlich wieder spawnen. Oh. Okay, die sitzt da im Boden. Okay. So, wir teilen natürlich auch mit aus hier. Ah, die Frost Hydras sollten sich eigentlich mehr auf die rechte Seite konzentrieren. Und ich guck auch mal, dass ich jetzt, naja, nicht unnötig die Herzen, die hier rumliegen, aufnehme. Weil die könnten vielleicht, naja, ich werd's nicht schaffen. Auch wenn die Ethereum Crystals sich besser ansaugen hier. So, wir werden euch mal komplett neu spawnen. Und generell, eigentlich kann ich auch alle auf die Seite spawnen, oder? Ganz ehrlich. Ist auch effektiv, glaube ich. Vor allem vielleicht sogar noch effektiver, weil früher alle schießen. Naja. So. Ja, der kleine Lightning-Bug hier, der will durchkommen, schafft es aber nicht zum Glück. So, jetzt sind wir natürlich gezwungen, da lang zu gehen und könnten die Herzen aufsammeln. Das wäre nicht so schön. Lightning-Bug, du willst hier nicht durch, du. Ganz sicher nicht, nein, nein. So, die Wave ist complete. Okay, so, wir haben es geschafft. Keine Herzen aufzusammeln. Jetzt liegt da ein Herz auf der mittleren Ebene, wo ich oft langlaufe. Das ist natürlich doof. Okay, jetzt habe ich auch Leben eingesammelt, ne? Scheiße. Das ist natürlich doof. So. Das reicht jetzt auf jeden Fall wieder für die Seite. Wir kennen es ja, das Prozedere. Heieiei. Naja, wir müssen so oder so die Old Ones Army noch so oft machen. Mittlerweile ist es eine krasse Routine. Ich meine, guckt euch mal an, wie viele Kristalle wir mal gekauft hatten zur Vorsorge. Und bei wie vielen wir jetzt nur noch sind. Ist schon witzig, wa? Oh. Naja, aber jetzt vorzeitig sollte der Kristall aber bitte mal keinen Schaden kriegen. Das fände ich jetzt nicht so nice. Leute, das geht so gar nicht. Wir müssen... What the shit? Nee, 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 nee. Nee, 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 Leute. Da müssen wir jetzt aber uns mal reinwerfen. Also so nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. Alter Vater, war das jetzt scheiße. So, jetzt sind die Frost Hydras schon wieder alle weg. Naja, ich lasse es jetzt so, das Setup, wie es ist. So, da Kristalle. Muss doch noch die ganzen neuen Sachen spawnen. Mann, fickt euch. Ach, come on. Ich merke gerade, habe ich überhaupt einen Deadly Spheres gespawnt? Oh. Okay. Was soll das jetzt hier werden? Alter, ich irgendwie gerade die letzten zwei Male, also dieses Mal und das letzte Mal, der Versuch fühlt sich irgendwie scheiße an. Ich weiß auch nicht, du. Na scheiße, jetzt haben wir sogar wieder Leben aufgesammelt. Jetzt ist dann Kristall direkt über dem Leben. Jetzt haben wir das Leben aus Versehen eingesammelt, weil ich doof bin. Oh Mann. Ja, es lässt sich nicht verhindern. Da macht's einmal eine Welle. So.
Jetzt aber hier ordentlich. Nochmal neu spawnen euch alle. Und weiter geht's. So, jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen wieder zusammenfassen hier. Naja, okay, zusammenfassen. Was ist das für ein Scheiß? Nee, aber wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. So. Da wollen wir jetzt wieder mal mit dem Siedler rausgehen. Okay. Ja. Aber 6000 machen wir sonst nicht. Glaube ich. Ja, ich denke mal, das passt. Vom DPS her. Ja, okay. So. Hier haben wir direkt mal genug für eine weitere. Und hier drüben genug Kristalle für... Oh, richtig viele Kristalle, aber... Habe ich jetzt alle? Jo, habe ich. Genau, so. Schnell die Frost Hydras nochmal neu spawnen. Ah, ein bisschen weiter vorne kann auch nicht schaden. So. Weiter geht's. Oh Gott. So, da ist der Ogre direkt. Mit der Scorch macht man gerade echt nicht so viel DPS. Okay, der feuert wirklich direkt auf uns. Na, kriegen wir dich jetzt mal so langsam. Danke. So, der Dark Mage, um den kümmern wir uns direkt mal. Der sollte jetzt auch mal down sein, jawohl. So, auf der Seite ist alles komplett in Ordnung, das ist witzig. Und wir nehmen mal einen Heiltrank. Einfach zur Sicherheit. Jetzt. Okay. Jetzt die letzten paar Sachen. Okay. Ah, fuck. Naja, egal. Jetzt habe ich hier alles Mögliche aufgesammelt. So, hier nochmal eine Aura, da nochmal eine Aura, so, die Frost Hydras nochmal neu spawnen. Wir haben tatsächlich gerade Zeit dazu auch, das ist nice. Und jetzt Siedler ausgepackt. Benzin. Und, ach ja, B. Genau, die Tränke einmal nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's wirklich witzig. Ja, wir machen 3000 DPS, okay, wenn wir gut treffen. Wenn nicht... okay, wir machen eigentlich durchgängig irgendwo 3000. Oh Gott. So 3000 bis 4000 ungefähr, ja, es läuft gerade ganz okay. Ich werde mal auf dem Siedler bleiben. Unser Leben sieht diesmal deutlich besser aus. Da müssen wir halt den Damage reindrücken. Ja. Wenn es halt genau durch die Samenbomben fliegt, ist es halt richtig gut. So, wir können uns nochmal heilen. Werden wir jetzt natürlich auch direkt nutzen. So, der Kristall ist noch über der Hälfte. Und Betsy nicht. Aber ich auch. Scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich verkackt. Fuck! Ich bin auf den Wyvern! Okay, warte, wo ist der Mauszeiger da? 20.000. Und der Kristall, das können wir. Es ist möglich. Komm, spawn. Immer noch 2.000, 8.000. So, komm, Betsy. Wir schaffen dich jetzt. Es ist möglich, es ist definitiv möglich. Scheiße, wir hätten nicht sterben dürfen. Fuck, Mann. Oh, fuck. Das ist jetzt richtig mies. Komm schon. Nein. Ah. Wir haben ihn richtig... sie richtig nah. Nein! Wie viel... Was? Wir haben gewonnen? Die Auren! Wir haben nach dem Tod gewonnen. Die Auren haben's gemacht, glaube ich. Und die Frost Hydras, glaube ich. Die haben den letzten Damage noch reindrücken können. Oh mein Gott, nein. Oder wie genial ist das denn bitte? Oh, wie nice. Alter. Leute. Wir haben das erste Mal die Old Ones Army in ihrer letzten Stufe besiegt. Was kriegen wir für eine Waffe? Okay, den Bogen.
Und die Wings. Die Wings, das ist krass. Die Wings, die Betsy Wings. Oh mein Gott. Okay, warte, wir testen mal. Wie hoch können wir hiermit genau fliegen? So ein bisschen bis über das Eisding. Okay. Mit den Betsy Wings. Wow. Deutlich höher und... Die Betsy Wings haben genau dieselbe Fähigkeit wie das Hoverboard. Das ist jetzt mal übel genial, dass wir die direkt bekommen haben. Die müssen wir richtig geil verzaubern. Also verdingensen, ihr wisst schon. Alter, und wie viele Medals wir jetzt haben. Holy crap. Oh, wie geil. Ja, das Aerial Bane ist halt so, naja. Es ist halt schon heftig. Es ist halt schon heftig. Also es ist halt schon eine heftig. Alle Waffen sind heftig, aber... Es gibt Geileres, oder? Na, obwohl eigentlich viel Geileres gibt's nicht wirklich. Die sind alle irgendwo gleich geil. Also... Alter. Was machen die denn alle? Freuen sich hier, kommen hier zum Rand oder was? Leute. Das ist heftig. Wo? Ach, der bleibt noch da drüben stehen, alles klar. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Flügel erstmal auf was Geiles bekommen. Okay, 4 Damage. Das hier war zwar Crit, aber... Ja, komm, mit 4 Damage, wenn wir es instant kriegen, habe ich kein Problem. So, und der Bogen. Velocity und Knockback, na. Damage, Speed und Crit. Ja, ist jetzt nicht das Beste, aber ist schon nice. Ist schon nice, auf jeden Fall. Tauschen wir mal hier rein. Obwohl, den Ballista Staff, ja, den können wir eigentlich mal wegtun. Boah, wie genial ist das denn, Leute? Richtig cool, ey. Ich freue mich so richtig gerade. Ey, ist das nice. Warte mal, wie sieht denn Gold auf den Flügeln aus? Ah, normal sehen sie eigentlich besser aus. Boah, wie geil ist das denn jetzt bitte? Oh, nice. Oh, freue ich mich gerade. Ist das cool? Nice, Mann. Geil. So, wir können die Ballista Cane mal hier mit reinpacken. Also, nächste Folge werden wir die Old Ones Army mal bekämpfen mit dem Bogen. Ja, ist legit. aber jetzt würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich da nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und nicht vergessen, morgen der Stream. Bis dahin. Ciao, Leute.